Wie bist du zu dem geworden, was du bist? Wann hat das angefangen? Wie hast du dich entwickelt? Welche Erlebnisse gab es da? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was hat deine Persönlichkeit gestaltet, dass du so geworden bist, wie du bist? Das sind wichtige Fragen, wenn man sich selber besser kennenlernen will, falls das überhaupt geht. Aber eine andere wichtige Frage, die für die Selbsterkenntnis wichtig ist, was war eigentlich vorher? Wer warst du, bevor du Erfahrungen gemacht hast? Was war da in dir angelegt? War da überhaupt irgendetwas? Als Kind warst du da ein leeres Gefäß, in das man mit der Zeit einfach irgendetwas einfüllen kann? Eindrücke, Regeln, Erziehung? Oder war da schon etwas vor aller Erfahrung? In der Psychologie und in der Philosophie ist das eine grundlegende Fragestellung. Ist der Geist des Menschen, der Geist eines Neugeborenen, ein unbeschriebenes Blatt, das auf Reize und Input von der Welt wartet und durch sie erst Struktur und Form erhält? Oder hat der Geist eine vorgeformte Struktur, die beeinflusst, wie wir die Welt erfahren? Carl Gustav Jung glaubte, dass Letzteres der Fall sei. C.G. Jung wurde 1875 geboren und starb 1961 in der Schweiz. Jung war ein Schweizer Psychiater und der Begründer der analytischen Psychologie. Es gibt nun laut Jung identische psychische Strukturen, die allen Menschen gemeinsam sind. Sie sind vererbbar. Sie beeinflussen die Art und Weise, wie alle Menschen die Welt wahrnehmen und erfahren, sogenannte Archetypen. Nun, was sind Archetypen? Wie prägen sie uns und unser Leben? Was haben Symbole damit zu tun? Und welchen Zusammenhang gibt es zwischen religiösen Erfahrungen und den Archetypen? Dies alles möchte C.G. Jung beantworten in seiner Theorie, denn er war nicht nur praktizierender Psychiater, sondern auch einer der führenden Experten auf dem Gebiet der religiösen und mythologischen Symbolforschung. Symbolik. Wenn man sich die Symbole der Religionen und der Mythen so ansieht, dann entdeckt man doch gewisse feste, wiederkehrende Strukturen, Archetypen eben. In vielen Kulturen, in der Geschichte und heute auch entdecken wir ähnliche Muster, Themen, Symbole, die immer wiederkehren. Und das ist ja an sich schon interessant. Und man kann sich darüber Gedanken machen, woher denn diese Gemeinsamkeit überhaupt kommt, bei Kulturen, die sehr wenig Kontakt vielleicht miteinander hatten. Aber was Jung noch neugieriger machte, war, dass einige dieser Themen und Symbole in den Träumen und Fantasien von Patienten auftraten, die an Schizophrenie litten. Wie kann das sein? Jungs Theorie war, der menschliche Geist, die Psyche, ist nicht ausschließlich das Produkt von persönlicher Erfahrung, sondern er enthält auch Elemente, die vorpersönlich sind oder transpersonal und die allen gemeinsam sind. Das heißt, dass das, was du bist, nicht nur die Summe deiner Erfahrungen ist, die du so seit deines Lebens, seit deiner Geburt gemacht hast, sondern es ist deine Persönlichkeit ist in etwas eingebettet, in etwas Allgemeinem verwurzelt. Diese allgemeinen Elemente nannte Jung eben nun Archetypen. Ihr Einfluss auf das menschliche Denken und Verhalten ist es, was die Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Mythen, zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen erst hervorbringt. Und weil sie in unserer Psyche verankert sind, finden sie sich dann eben auch wieder. Um jetzt die Rolle der Archetypen richtig verstehen zu können, müssen wir zunächst Jungs Auffassung von der Psyche erklären. Jung beschrieb die Psyche als eine Art eigene Persönlichkeit, die alle Gedanken und Verhaltensweisen, unsere Gefühle, unsere Emotionen umfasst. Und er hat die Psyche in drei Bereiche eingeteilt, ähnlich wie Freud: das Bewusstsein, das persönliche Unbewusste und das kollektive Unbewusste. Und diese drei Bereiche sind natürlich nicht strikt voneinander isoliert, sondern sie interagieren ständig miteinander. Nun, der bewusste Bereich der Psyche wird von dem unbewussten Bereich natürlich sehr stark beeinflusst. Das Unbewusste besteht aus diesen psychischen Inhalten, über die man nicht verfügen kann, die man nicht kennt. Und diese
unbewussten Inhalte sind wiederum in zwei Hauptteile eingeteilt, das persönliche Unbewusste und das kollektive Unbewusste. Das persönliche Unbewusste ist natürlich, wie der Name schon sagt, für jeden Einzelnen spezifisch, es ist immer unterschiedlich, es besteht aus den Ereignissen des eigenen Lebens, die als unbedeutend gelten, die dann vergessen werden, verdrängt werden oder, weil sie auch zu bedrückend sind, verdrängt werden. Neben dem persönlichen Unbewussten gibt es nun einen tieferen, grundlegenderen Bereich des Unbewussten, den Jung das kollektive Unbewusste nennt. Das kollektive Unbewusste besteht aus psychischen Strukturen oder kognitiven Kategorien, kann man sagen, die für das Individuum nicht spezifisch sind, nicht allein für das Individuum, sondern von allen geteilt werden und unsere Gedanken, unser Verhalten und unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Und so kann man es erklären, dass eben viele Menschen ähnlich handeln und denken. Also das kollektive Unbewusste beherbergt diese Archetypen, nach denen wir die Welt erleben. Man kann das ganz gut durch eine Analogie erläutern, die Jungs Schüler Erich Neumann benutzt hat. So wie ein Körper selber auch innerlich durch seine Organe strukturiert ist, die größtenteils vor der Geburt schon gebildet worden sind, so besitzt der Geist psychische Organe, die ihn strukturieren und dann sind das eben die Archetypen. Und ebenso wie man nicht in den Körper hereinguckt und die physischen Organe in den allermeisten Fällen eben auch ohne das bewusste Bewusstsein funktionieren, so funktionieren eben auch die Archetypen. Und vor allem, genauso wie ausreichend funktionierende physische Organe für einen gesunden Körper essentiell sind, dass die auch gut zusammenspielen, ist ein gesunder Geist auf das richtige Funktionieren der Archetypen angewiesen. Unser Wohlergehen hängt davon ab, ob die Archetypen in uns gut funktionieren oder ob sie verletzt sind. Aber der Unterschied zu den physischen Organen ist natürlich, dass physische Organe direkt mit den Sinnen beobachtet werden können, vom Arzt zum Beispiel. Die Existenz von Archetypen aber muss indirekt erkannt werden. Sie offenbart sich erst, und zwar durch die Strukturen, die sie im Bewusstsein dann hervorbringen, also durch eine Manifestation in Symbolen, von symbolischen Bildern in unserem Geist. Symbole. Was ist jetzt ein Symbol? Nun, in der Kommunikation haben wir Symbole und wir haben Zeichen. Ein Zeichen verweist auf etwas Eindeutiges, Bekanntes. Wenn wir ein Stoppschild sehen, dann wissen wir, was das heißt. Wir wissen, was gemeint ist, sonst wäre es eben auch kein Zeichen. Sprache ist eben zum Beispiel ein System aus Zeichen, aber nicht aus Symbolen. Ein Symbol hingegen ist ein Bild, das auf etwas Geheimnisvolles hinweist. Ein Zeichen vermittelt abstrakte, objektive Bedeutung. Es weist auf Dinge hin, die in der Welt existieren, während ein Symbol lebende Bedeutung vermittelt, subjektive Bedeutung vermittelt. Und Symbole weisen auf unbekannte Ebenen hin, auf rätselhafte Elemente in der Psyche, auf gewisse Muster des Unbewussten, aber eben uneindeutig. Jung schreibt, wenn wir von symbolischen Inhalten sprechen, bewegen wir uns in einer Welt von Bildern, die auf etwas Unaussprechliches verweisen. Allerdings haben die Archetypen nicht für jede Person die exakt gleiche symbolische Bedeutung. So fest ist das nicht vorgegeben. Die Archetypen liefern eher die Struktur, nicht die spezifische Form des Symbols. Die spezifische Form, also wie ein Symbol aussieht, unterscheidet sich von Kultur zu Kultur und sogar individuell. Aber diese Unterschiede in den Kulturen und in den Individuen sind laut Jung nicht grenzenlos und chaotisch. Es gibt also gewisse Gemeinsamkeiten. Symbole ermöglichen uns nun eine ganz andere Form von Erkenntnis. Unser bewusster Geist braucht Zeichen, um klare, objektive Bedeutungen erkennen zu können. Das Bewusstsein definiert, erklärt, analysiert auf logische Weise. Der Weg des Unbewussten aber ist vollkommen anders. Es gibt etwas Rätselhaftes in uns, in der Welt. Etwas, was für unseren Verstand nicht eindeutig erkennbar ist. Und Symbole sammeln sich nun um dieses rätselhafte Ding herum an. Und das Versuchen, das zu erklären, zu verstehen, zu interpretieren,
Symbole sind vielschichtig, ambivalent. Jedes Symbol weist auf eine unterschiedliche Seite, eine unterschiedliche Bedeutungsebene hin. Und nur wenn wir alle Symbole zusammen sehen, die um dieses Geheimnisvolle gruppiert sind, kann unser Unbewusstes erkennen, auf was diese Symbole zeigen und was sie ausdrücken. Zumindest, was sie auszudrücken versuchen. Ein Beispiel für so einen Archetyp. Die Urmutter, die große Mutter, wie sie in vielen Kulturen vorkommt. Dieser Archetyp steht für die insbesondere im männlichen Unbewussten schon verankerte Vorstellung einer gebärenden Mutter, die Schutz gewährt, die Frau, die ja schützend ist, aber auch negative Aspekte haben kann, zum Beispiel in der Form der zerstörenden, verschlingenden Mutter. Und das finden wir überall. Dieses Mütterliche kann einerseits das Gütige, das Hegende, das Tragende, das Wachstum, die Fruchtbarkeit sein, die Nahrung, die Weisheit auch und der Geist, jenseits des Verstandes, geistige Höhe, magische Autorität des Weiblichen, hat Jung das genannt. Auf einer alltäglichen Ebene kommt sie uns natürlich in unserer persönlichen Mutter entgegen oder auch in der Stiefmutter, der Schwiegermutter, der Hebamme, überhaupt der Kinderfrau. Und auf einer höheren kulturellen Ebene zeigt sich der Archetyp in allen Formen weiblicher Gottheiten, angefangen bei Isis, bei den Ägyptern oder dem Mithra-Kult bei den Persern, über Gaia und Demeter, Hera und Aphrodite, bis hin natürlich zur Mutter Gottes im Christentum. Aber auch als Abstrakter kommen sie vor. Die heilige Mutter Kirche, die Universität als die Alma Mater, die Stadt als ernährende Mutter und der Himmel, die Erde, Wald, Meer, alle stehenden Gewässer, die Materie, Mater, die Unterwelt, der Mond. Und dazu kommen als Geburts- und Zeugungsstätten Acker, Garten, Felsen, Höhlen, Bäume, Quellen, auch das christliche Taufbecken. Überall werden also nach Jung solche Archetypen wieder produziert. Und nach Jung hat das Kind häufig diesen Mutterarchetyp im kollektiven Unbewussten auf seine Mutter projiziert. Das wird dann problematisch, wenn das Kind der Mutter Eigenschaften zuschreibt, die ihr selbst gar nicht anhaften. Und dies kann dann zur Entwicklung von Neurosen führen, bis hin zum Mutterkomplex. Andere Archetypen sind zum Beispiel der Heros, der des Helden, auch der des Baums, der Anima, wie gesagt, des Tricksters. Die finden wir in vielen Kulturen wieder und die sind auch in unserer Psyche fest verankert. Wie zum Beispiel auch der Archetyp des Selbst. Das Selbst ist der zentrale Archetyp nach Jung und seine Rolle besteht darin, die anderen archetypischen Strukturen der Psyche zu vereinheitlichen. Laut Jung fällt die Bedeutung des Selbstarchetyps mit der Tatsache zusammen, dass er die Quelle vieler Symbole in Religionen und Mythen ist. Das Selbst wird in vielen Kulturen durch bestimmte typische symbolische Bilder auch wiedergegeben und ausgedrückt, die man überall findet. Zum Beispiel Mandalas. Ein Kreis mit einem Mittelpunkt und in der Regel dann mit zusätzlichen Elementen und den Eigenschaften von Quadraten, Kreuzen und so weiter. Das bedeutet Ganzheit, Totalität, die Vereinigung der Gegensätze. Und im Mittelpunkt, der zentrale Punkt, unsere Seele, die Achse des Universums. Jung hat diese verschiedenen Darstellungen von Gottheiten auch in Mythen und Religionen untersucht und dort immer wieder solche Art Mandala-förmige Symbole gefunden und es dahin gedeutet, dass es symbolische Manifestationen des Selbstarchetypus sind, also auch der Gott oder eine Gottheit. Hermann Hesse, der mit der Lehre von C.G. Jung sich intensiv beschäftigt hat, hat diese Archetypen und ihre Beziehung zur Selbstwerdung des Individuums in seinem Roman Demian literarisch dargestellt. Ein Video über den Demian seht ihr hier. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommen diese Archetypen eigentlich? Eine Möglichkeit wäre, dass sie in der Entwicklung des Menschen, der Menschheit, nach und nach entstanden sind. Also eine Art evolutionäre Erklärung. Der Mensch besitzt viele Dinge, die er nie erworben, sondern von seinen Vorfahren geerbt hat. Und er wird nicht als Tabula Rasa geboren, aber er bringt Systeme mit, die
auf eine spezifisch menschliche Art und Weise organisiert sind und funktionsbereit sind. Und dies verdankt er Millionen von Jahren der menschlichen Entwicklung. Jung hatte aber auch Sympathie für die Idee, dass die Archetypen so etwas sein könnten wie die platonischen Ideen. Eine Art überpersönliche, unveränderliche, transzendente Entität. Das wäre dann also eine metaphysische Frage und von daher auch nicht zu beantworten. Wie Jung schreibt, es ist also nicht ganz klar, wo diese Archetypen nach Jung herkommen. Aber was auch immer ihre Quelle ist, Jung glaubte, dass die Archetypen eine immense Rolle in unserem Leben spielen, eine unterschätzte Rolle bisher. Wenn wir uns dieser archetypischen Muster durch die Symbole, die wir überall finden im Leben und die sich in unserer Psyche manifestieren, zunehmend bewusst werden, dann erweitert sich unser Bewusstsein. Es erweitert sich von dem rein persönlichen, individuellen auf eine überpersönliche Ebene, die uns alle miteinander verbindet. Also, wenn wir uns fragen, wie bin ich zu dem geworden, was ich geworden bin, dann müssen wir auch fragen, was war vorher, vor aller Erfahrung, und nur dann erkennen wir uns selbst, nur dann erweitern wir unser Selbst und bringen es auf eine höhere Ebene. Eine solche Erweiterung ist von höchster Wichtigkeit für unsere Selbsterkenntnis, sagt Jung, und für unser ganzes Leben. Die Aufgabe des Menschen nämlich wäre, sich dessen, was vom Unbewussten her andrängt, bewusst zu werden, anstatt darüber unbewusst oder damit identisch zu bleiben. In beiden Fällen würde er seiner Bestimmung, Bewusstsein zu schaffen, untreu. Soweit wir zu erkennen vermögen, ist es der einzige Sinn der menschlichen Existenz, ein Licht anzuzünden in der Finsternis des bloßen Seins. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eure Dankbarkeit zeigen möchtet, könnt ihr das gerne auf Patreon tun und Unterstützer werden. Ab 1 Euro im Monat gibt es dort viele exklusive Videos und jeden Monat Livestreams. Oder ihr spendet ein bisschen, ein paar Euro über PayPal. Der Link zu PayPal und auch zu Bitcoin ist in der Beschreibung. Macht's gut!